Dann kommen wir zur Frage 810. Und Herr Abgeordneter Fürstin von den Freien Demokraten, Sie haben erneut das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage die Landesregierung, warum hat sie bzw. die Landespolizei vor der Initiative der Fahrradstaffel zur Ahndung neuerlicher Parkverstöße im Frankfurter Marbachweg keine, wie in anderen Fällen erfolgt, vorhergehende Hinweisaktion durchgeführt, besonders angesichts der erst jüngsten Entfernung der das Parken gestattenden Beschilderung in dieser Straße, die nicht nur von Anwohnern genutzt wird? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Herr Abgeordneter Pürsün, das Polizeipräsidium Frankfurt am Main teilt mit, dass durch die dort ansässige Fahrradstaffel in den vergangenen Monaten keine anlassbezogenen und gezielten Kontroll- oder Überwachungsmaßnahmen im Bereich des Marbachweges durchgeführt wurden. Darüber hinaus haben Nachfragen des PB Frankfurt beim Straßenverkehrsamt Frankfurt ergeben, dass bereits im Februar 2022 die Regelbreiten für Radwege und Gehwege an verschiedenen Örtlichkeiten im Bereich des Marbachwegs im Rahmen einer verkehrsrechtlichen Anordnung zur Erhöhung der Verkehrssicherheit von Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern baulich angepasst wurden. Dies hatte zur Folge, dass in der Höhe der Hausnummern 232 bis 34 und 331 bis 345 circa 22 Pkw-Parkflächen für Anwohner weggefallen sind. Eine Beteiligung der Polizei erfolgte bei dieser Gelegenheit nicht. Inwieweit die Anwohner bzw. der zuständige Ortsbeirat von den Maßnahmen informiert wurden, ist hier nicht bekannt. Die neue Parkregelung im Marbachweg sollte nach Auskunft des Polizeipräsidiums Frankfurt auf Antrag vom 3.2.22 von CDU und FDP im Ortsbeirat 9 der Stadt Frankfurt am Main thematisiert werden. In seiner Sitzung am 5. Mai lehnte der Ortsbeirat die Vorlage, die die fehlende Einbeziehung der Anwohner als auch mangelnde Ausweichparkmöglichkeiten thematisierte, ab. Es gibt eine Nachfrage des Fraktionsvorsitzenden. Ah, nein, das wird zurückgezogen. Gut, dann gibt es eine Nachfrage von Herrn Abgeordneten Fürsün. Danke, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Sie haben jetzt gesagt, dass es keine Aktivitäten der Fahrradstaffel der Polizei gab. Aber das war genau die Auskunft des Frankfurter Verkehrsdezernenten. Gab es denn irgendeine andere Einrichtung der Landespolizei, die da aktiv war? Oder glauben Sie oder wissen Sie, dass da nur die Stadt aktiv war? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Ich kann mich im Moment nur auf das verlassen, was das Polizeipräsidium Frankfurt mir hierzu aufgeschrieben hat. Deswegen will ich nicht spekulieren. Aber danach hat die Fahrradstaffel in den vergangenen Monaten keine anlassbezogenen Maßnahmen durchgeführt. Dann rufe ich auf Frage 811. Und womöglich hatte sich deswegen der Fraktionsvorsitzende der Freien Demokraten bereits zu Wort gemeldet. Herr Rock, Sie haben das Wort. Ich frage die Landesregierung, kann sie sicherstellen, dass innerhalb des ersten Quartals 2023 eine Kita-Landesvertretung gewählt wird? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Herr Abgeordneter, es gilt das Gleiche wie in meiner Antwort zu Ihrer mündlichen Frage am 6. Dezember. Damit die Landeselternvertretung ihre Arbeit aufnehmen kann, muss sie demokratisch legitimiert sein. Gewählt wird sie durch die Delegierten der Landeselternversammlung, die ihrerseits aus der Elternschaft im jeweiligen Jugendamtsbezirk gewählt werden. Genau daran arbeiten wir. Es gibt eine Nachfrage. Herr Rock, Sie haben das Wort. Herr Staatsminister, wie sieht konkret die Unterstützung bei dieser Maßnahme aus? Herr Staatsminister, Sie haben erneut das Wort. Herr Abgeordneter, Sie wissen, dass wir ja die technischen Voraussetzungen schaffen müssen, um eine entsprechende Wahlplattform zu schaffen. Wir hatten uns in dem im Dezember beschlossenen Gesetz auch dazu verständigt, dass wir die Tagespflegepersonen mit einbeziehen wollen. Genau das ist das, was wir im Moment mit vorbereiten. Und dann müssen natürlich die formalen Voraussetzungen für eine solche Wahl auch geschaffen werden. Wir legen, Herr Rock, Sie haben noch mal das Wort. Herr Staatsminister, wenn Sie ja diese Plattform initiieren und wenn Sie den Umsetzungsprozess als Ministerium begleiten, warum können Sie da nicht sagen, wann ein Wahltermin in Aussicht gestellt ist? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort.
Herr Abgeordneter, wir haben diese Diskussion ja im Dezember schon einmal geführt. In jedem Fall rechne ich damit, dass wir in der ersten Jahreshälfte, genau das hatte ich auch Ihrem Kollegen Dr. Naas bereits auf seine Nachfrage im Dezember geantwortet, diese Wahl durchführen werden. Und das ist dann übrigens deutlich früher der Fall, als es in Ihrem Gesetzentwurf der Fall gewesen wäre, in dem ja vermeldet war, dass die Wahl nur vom 16. Oktober bis 30. November stattfinden kann. Es gibt eine weitere Nachfrage. Ich darf der Abgeordneten Frau Gnadl von der SPD das Wort erteilen. Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt doch noch mal eine Nachfrage aufgrund der Antwort eben. Ist jetzt die erste Jahreshälfte oder das erste Quartal gemeint, 2023? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Gnadl, genauso wie ich es im Dezember auch gesagt habe, Sie können es im Protokoll nachlesen. Auch dort habe ich schon von der ersten Jahreshälfte gesprochen. Der andere Zeitraum, den Sie eben genannt haben, kommt nur in den Fragen der FDP vor. Wir kommen jetzt zur letztmöglichen Nachfrage. Die hat Herr Dr. Naas von den Freien Demokraten. Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, Herr Staatsminister, wir sind uns aber einig, dass es die erste Jahreshälfte 2023 ist und dass die bis zum 31.06. geht. Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Herr Dr. Naas, wenn ich ausführe, dass es die erste Jahreshälfte dieses Jahres ist, und das habe ich getan, dann ergibt sich daraus, dass damit das Jahr 2023 gemeint ist. Sie haben die richtige Schlussfolgerung gezogen. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Frage 812 und ich darf erneut Herrn Rock von den Freien Demokraten das Wort erteilen. Ich frage die Landesregierung, wie viele Erzieherinnen und Erzieher haben in den letzten 5 Jahren pro Jahr ihren Abschluss gemacht? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Rock, die Zahl der Absolventinnen und Absolventen der Fachschule für Sozialwesen in der Fachrichtung Sozialpädagogik stellt sich in den letzten 5 Jahren wie folgt dar. 2837 Absolventinnen und Absolventen im Schuljahr 2017-18, 2467 Absolventinnen und Absolventen im Schuljahr 2018-19, 2485 Absolventinnen und Absolventen im Schuljahr 2019-20, 2243 Absolventinnen und Absolventen im Schuljahr 2020-21 und 2662 Absolventinnen und Absolventen im Schuljahr 2021-22. Vielen Dank. Es gibt eine Nachfrage von Herrn Rock. Sie haben das Wort. Herr Kultusminister, sehen Sie denn noch Potenzial einer Steigerung der Absolventenzahlen und wenn ja, welches? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Herr Kollege Rock, das lässt sich natürlich nicht beziffern, aber ja, wir sehen Potenzial und wir versuchen das auch zu steigern. Ich kann Ihnen auch die frohe Botschaft übermitteln, dass die Zahl der Studierenden im Moment auf einem Allzeithoch liegt. Die war beispielsweise im Schuljahr 2018-19 noch bei 8.172 und jetzt im Schuljahr 2022-23 liegt sie mit Stichtag 20. Januar 2023 bei 8.868, was einem Anstieg von mehr als 8% seit dem Schuljahr 2018-19 entspricht. Wir führen das auch auf die Maßnahmen zurück, die die Landesregierung ergriffen hat, insbesondere auf die Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher der Hessischen Landesregierung und auf die Einrichtung neuer Organisationsformen der Fachschule, insbesondere natürlich der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung, die im Schuljahr 2021-22 an den Start ging. Und wir sehen ja auch, da ziehen die Studierenden und auch die Absolventenzahlen jetzt sukzessive nach oben. Die Delle, die dazwischen lag, hat natürlich auch mit Corona zu tun. Als nächstes gibt es eine Nachfrage von der Fraktionsvorsitzenden der Fraktion Die Linke, Frau Kuhler. Und ich sehe, dass danach Herr Frömmrich sich gemeldet hat. Und dann, Herr Rock, ich habe noch mal die Bitte, der Hinweis mit dem System, wenn man den Knopf vorne drückt, kriege ich in der Reihenfolge angezeigt, wer sich gemeldet hat. Noch mal die Bitte. Also als nächstes, Frau Kuhler, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich habe eine Nachfrage zum Thema Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern und den Fachschulen. Herr Minister, wie Sie haben gesagt, Sie haben gerade einen Höchststand an Studierenden. Die Frage ist, wie sieht es denn aus mit den Kapazitäten an den Fachschulen und mit den Lehrkräften? Gibt es denn genug Lehrkräfte für die aktuellen Kapazitäten und wie wollen Sie denn diese Kapazitäten dann noch ausbauen, wenn Sie sagen, dass es da auch noch Möglichkeiten gibt, diese Kapazitäten weiter zu steigern? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank für diese Frage, liebe Frau Kollegin Kula. Gibt mir die Gelegenheit, noch ein paar weitere Zahlen hinzuzufügen. Zunächst einmal, hessenweit stehen genügend Studienplätze an den Fachschulen für Sozialwesen in der Fachrichtung Sozialpädagogik zur Verfügung. Der starke Anstieg der Studierendenzahlen in den letzten Jahren zeigt, dass die Fachschulen insoweit auch nachfragegerecht agieren und geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern die Möglichkeit bieten, eine fachschulische Erzieherausbildung aufzunehmen. Und selbstverständlich, damit die Fachschulen die entsprechenden Ausbildungskapazitäten zur Verfügung stellen können, weist mein Haus bedarfsgerecht die hierfür notwendigen Stellen zu. Und es steht auch genügend Lehrpersonal für die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern zur Verfügung. Die Anzahl der Lehrkräfte mit der Fachrichtung Sozialwesen, Sozialpädagogik an öffentlichen beruflichen Schulen mit Fachschulen für Sozialwesen in der Fachrichtung Sozialpädagogik hat sich in den letzten Jahren beständig von 303 Lehrkräften im Schuljahr 2017-18 auf 368 Lehrkräfte im Schuljahr 2021-22 erhöht. Also da ist noch keine Kapazitätsgrenze in Sicht. Vielen Dank. Somit darf ich dem Fraktionsvorsitzenden nicht dem Parlament, er besitzt aber auf dem, ist auch der richtige Platz, dem parlamentarischen Geschäftsführer von Bündnis 90 Die Grünen, Herrn Frömmrich, das Wort erteilen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Staatsminister, Sie haben den Trend beschrieben, den positiven Trend, was die Frage der Entwicklung der Studierendenzahlen angeht. Ist denn dieser positive Trend und das Aufwachsen auch der Zahlen von Studierenden bundesweiter Trend oder ist es ein hessenweiter Trend? Weil wir stehen ja auch als Bundesland Hessen in diesen Fragen in Konkurrenz mit anderen Bundesländern. Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Herr Abgeordneter Frömmrich, da muss ich jetzt leider passen. Vergleichbare Zahlen aus anderen Bundesländern liegen mir nicht vor. Wir haben jetzt nur den hessenweiten Trend gezeichnet, aber wir sind zuversichtlich, dass wir diejenigen, die bei uns ihren Abschluss machen, auch hier im Land halten können. Nun zuletzt noch Herr Rock, Sie haben erneut die letzte Nachfrage. Sie haben das Wort. Ja, Herr Staatsminister, ist denn der Landesregierung bekannt, wie hoch der Bedarf an Auszubildenden oder an Abgängern im Bereich Erzieherinnen und Erzieher wäre und wie groß das Delta ist? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Herr Abgeordneter Rock, dazu gibt es ja verschiedene Studien, die auch permanent neu aufgelegt werden. Einige davon sind auch durchaus vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration beauftragt worden, beziehungsweise werden fortlaufend beauftragt. Und die Zahlen, die wir da zurückbekommen, die natürlich in Abhängigkeit von den getroffenen Annahmen immer nicht unerheblich variieren, die werten wir laufend auch in der Zusammenarbeit der beiden Ministerien aus, um daraus eine entsprechende Prognosen abzuleiten. Aber vor allen Dingen ist es so, dass wer bei uns Erzieherinnen Erzieher werden möchte und wer die notwendigen Voraussetzungen für die fachschulische Ausbildung mitbringt, für den haben oder schaffen wir auch die Kapazitäten an den Fachschulen. Vielen Dank. Ich rufe die Frage 813 auf und darf Herrn Abgeordneten Promny von den Freien Demokraten das Wort erteilen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage die Landesregierung, inwiefern erhalten Schulverwaltungsfachkräfte Zugang zum Planungssystem Personal und Budget in Klammern PPB? Fragezeichen. Vielen Dank. Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Ja, lieber Kollege Promny, das Planungssystem Personal und Budget, kurz PPB, bietet allen berechtigten Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit, an den Prozessen zur Planung der Unterrichtsversorgung an Schulen sowie an der Bewirtschaftung des Schulbudgets mitzuwirken. Hierzu können Personen aus dem Hessischen Kultusministerium, der Hessischen Lehrkräfteakademie, den staatlichen Schulämtern sowie den Schulen eine entsprechende Zugangsberechtigung erhalten. In Schulen können neben Mitgliedern der Schulleitung weitere Personen in diese Prozesse eingebunden werden, wenn diese durch ihre Schulleitung mit der Wahrnehmung entsprechender Aufgaben beauftragt werden. Sofern es sich bei diesen Personen um Personal der Schulträger handelt, wozu auch die sogenannten Schulverwaltungskräfte zu zählen sind, ist hierfür freilich die Zustimmung des jeweiligen Schulträgers notwendig.
Grundsätzlich werden die Berechtigungen zur PPB-Nutzung für die in Schulen tätigen Personen auf Antrag der Schulleitung durch das jeweils zuständige staatliche Schulamt zugewiesen. Vielen Dank. Mir liegt keine weitere Nachfrage vor. Dann rufe ich auf die Frage 814 und darf Herrn Abgeordneten Kaffenberger von der SPD-Fraktion das Wort erteilen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage die Landesregierung, wie haben im Rahmen des bundesweiten Warntages die digitalen Warnmaßnahmen wie Cell Broadcast und die App Hessenwarn funktioniert? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Kaffenberger. Der zweite bundesweite Warntag diente neben dem Test der eingeführten Warnmedien auch dem erstmaligen und prototypischen Test des ab Februar 2023 durch die Mobilfunkbetreiber bereitzustellenden Dienstes Cell Broadcast. Bei diesem Test des Dienstes Cell Broadcast kam es im südhessischen Raum zu einem Problem im Netz der Telekom. Hier wurden keine Nachrichten zugestellt, was dagegen im nordhessischen Raum funktionierte. Davon abgesehen hat Cell Broadcast im erwarteten Umfang nach hiesigem Kenntnisstand planmäßig funktioniert. Hinsichtlich der App Hessenwarn kann nach den bislang vorliegenden Rückmeldungen und der Auswertung der unserem technischen Dienstleister zur Verfügung stehenden Daten gesagt werden, dass die landeseigene Warn-App am bundesweiten Warntag sehr gut funktioniert hat. Die Warnungen wurden pünktlich an die registrierten Endgeräte ausgesendet. Der Versand der Probewarnungen war nach 3 Minuten abgeschlossen. Verzögerungen beim Aussenden konnten nicht festgestellt werden. Fehlerrückmeldungen lagen lediglich von 120 Nutzern vor, was bei rund 300.000 Nutzern auf eine nur geringe Ausfallquote schließen lässt. Dabei ist zu erwähnen, dass im Einzelfall gewisse Faktoren wie beispielsweise fehlende Datenverbindung der Mobilgeräte eine wichtige Rolle spielen können. Weiterhin kann es auf Seiten des Providers zu technischen Verzögerungen kommen, wie zum Beispiel die Überlastung des Servers, die unsererseits nicht beeinflusst werden können. Ferner zeigte sich in der Vergangenheit, dass durch die Nutzer oftmals keine Berechtigungen an die App hinsichtlich der Push-Benachrichtigungen erteilt wurden, was im Ergebnis zum Ausbleiben der Benachrichtigung durch die App führte. Abschließend kann zu Hessenwarn gesagt werden, dass die App sich als sehr gutes, leistungsstarkes und zuverlässiges Warnmedium für die hessischen Bürgerinnen und Bürger gezeigt hat und am bundesweiten Warntag die an sie gestellten Anforderungen in vollem Umfang erfüllt hat. Vielen Dank. Es gibt eine Nachfrage von Herrn Abgeordneten Kaffenberger. Vielen Dank, Herr Staatsminister, für die ausführliche Antwort. Über das Thema Mobilempfang reden wir ja, glaube ich, die Tage noch genug. Deswegen noch mal eine Frage zu dem Cell Broadcast. Haben Sie denn mit dem verantwortlichen Mobilfunknetzbetreiber Telekom Gespräche geführt, um ja, der Sache auf den Grund zu gehen, wie es zu diesem Versagen, insbesondere im südhessischen Raum, kommen konnte, um das künftig zu vermeiden? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Herr Abgeordneter, da ist zunächst mal der Bund in der Verantwortung, der dieses System sozusagen beauftragt hat und am Ende verantwortet. Und insofern haben wir selbstverständlich ein Interesse daran, dass es funktioniert und sind mit den entsprechenden oder in den entsprechenden Gremien, das ist, dürfte der AK5 der IMK sein, auch im Gespräch darüber, was zu verbessern ist. Aber die Verantwortung hierfür ist am Ende sozusagen beim Bund und beim Mobilfunkbetreiber. Aber ich bin mir sehr sicher, dass der Bund dem nachgehen wird, weil wir ja alle ein gemeinsames Interesse haben. Vielen Dank. Mir liegen keine weiteren Nachfragen vor. Damit rufe ich Frage 815 auf und darf Herrn Dr. Stefan Naas von den Freien Demokraten das Wort erteilen. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage die Landesregierung, wie hoch sind insgesamt die geplanten Investitions- und Betriebskosten der im Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen verbauten Klimaanlage? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Dr. Naas, für die Klimaanlage sind Investitionskosten von rund 1,42 Millionen Euro vorgesehen. Im Gegenzug dazu sind die Betriebskosten pro Jahr mit rund 19.500 Euro vergleichsweise gering. Das liegt an Folgendem. Bei der Modernisierung des Landeshauses wurde eine Photovoltaikanlage errichtet. Der Ertrag aus dieser Anlage ist bei den jährlichen Betriebskosten der Klimaanlage eingerechnet. Der daraus erzielte Ertrag kann unter günstigen Umständen bis zu ca. 56% des Stromverbrauchs der Klimaanlage abdecken.
wenn Ihre Frage als Kritik zu verstehen ist daran, warum eine Klimaanlage eingebaut wurde, kann ich Ihnen berichten, dass bereits 2003 im Wirtschaftsministerium damit begonnen wurde, von Sonneneinstrahlung besonders betroffene Räumlichkeiten, zum Beispiel die oberen Geschosse im Rundbau, mit Klimageräten auszustatten. Sie kennen das ja, Herr Naas, Sie haben ja an dem Haus mal gearbeitet. In einigen Räumen des Gebäudeteils Gutenbergbau waren bereits bei Übernahme des Gebäudeteils vom Vorbesitzer Klimageräte installiert. 2013, Herr Naas, wurde dem LBIH von der damaligen Leitung des Ministeriums eine Bedarfsmeldung für die Klimatisierung folgender Bereiche zugeleitet: Rundbau, Flur, Büros, Erdgeschoss bis zweiter Obergeschoss, Altbau, Räume 382 bis 386, Sie kennen das, die drei deutet darauf hin, die sind die unterm Dach, Quadratbau, Erdgeschoss bis viertes Obergeschoss. Im Rahmen der aktuellen Modernisierung, die voraussichtlich noch bis Mitte 2025 andauert, wird die Klimatisierung nun für das gesamte Gebäude fortgeführt. Der Einbau einer Klimaanlage in das Landeshaus beruht auf folgenden Erwägungen. Zahlreiche Büros sind Richtung Südosten, Süden oder Südwesten ausgerichtet und damit mehr oder weniger ganztägig direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Die Raumlufttemperatur steigt dort teilweise bereits ab März auf über 26 Grad. Im Sommer steigen die Temperaturen auf 35 Grad Celsius und höher, sodass eine Nutzung der Büros arbeitsschutzrechtlich gar nicht mehr zulässig wäre. Zudem, das kennen wir alle, werden die Sommer seit Jahren zunehmend wärmer und länger. Für die Zukunft ist daher eher mit einer Verschärfung dieser Entwicklung zu rechnen. Alleine im Gebäudetrakt Rundbau sind rund 180 Büros mit knapp 200 Arbeitsplätzen betroffen. Dort kommt erschwerend hinzu, dass an die Flure eine durchgehende Glasfassade angrenzt, die nicht vernünftig belüftet werden kann. Hier staut sich die Hitze über den ganzen Sommer hinweg. Zwar wurden etliche organisatorische und technische Maßnahmen getroffen, zum Beispiel Jalousien eingebaut, Ventilatoren verteilt, kostenlos Trinkwasser zur Verfügung gestellt, Sensibilisierung der Beschäftigten zur Ausnutzung von Gleitzeit und richtigem Lüften. Diese reichen aber nicht aus, um dem Arbeitsschutz Genüge zu tun. Und deswegen habe ich keinerlei Kritik an der Bedarfsmeldung meines Vorgängers. Vielen Dank. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Dann kommen wir jetzt. Entschuldigung. Sehe ich jetzt erst dann. Lieber Herr Dr. Naas, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Wie viel Prozent der Investitionen stehen denn noch aus? Sie haben ja gesprochen davon, dass das bis 2025 geht. Bezieht sich jetzt die Zahl, die Sie genannt haben, auf die bisher verbauten Mittel oder sind das die Gesamtinvestitionen bis 2025? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Die Zahl, die ich genannt habe, bezieht sich auf die Klimaanlage insgesamt. Und bis 2025 wird die gesamte Modernisierung des Landeshauses durchgeführt. Schritt für Schritt. Das ist ja seit Jahren im Gang. Und deswegen hat das eine mit dem anderen eigentlich nichts zu tun. Nur es wird sozusagen im Rahmen der Modernisierung des Landeshauses mitgemacht. Ansonsten kann ich Ihnen noch berichten, aber das ist ja eine alte Debatte, die kennen Sie, dass viele dieser Investitionen von dem Land Hessen getragen werden, obwohl dieses Gebäude gar nicht mehr dem Land Hessen gehört. Aber das ist ja eine andere Debatte, die wir an anderer Stelle durchaus ja schon geführt haben. Vielen Dank. Ich sehe jetzt keine Wortmeldung mehr. Ja, dann rufe ich jetzt auf Frage 816 und darf Herrn Dr. Naas das Wort erteilen. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich schließe an die vorangegangene Frage an und frage die Landesregierung, wie ist der Einbau einer Klimaanlage im Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen mit den Einspartipps des Ministers und der Landesenergieagentur für die hessischen Bürger in Einklang zu bringen? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Dr. Naas, die Energiespartipps der Landesenergieagentur sind ein niedrigschwelliges Angebot, um Bürgerinnen und Bürgern dabei zu helfen, schnell und einfach Energie zu sparen.
Wie bereits der Name Energiespartipps verdeutlicht, handelt es sich hierbei um ein Angebot für die Bürgerinnen und Bürger und keine verpflichtenden Vorgaben oder Einschränkungen. Dieses Angebot wird auch sehr gut angenommen. Die Internetseite www.hessenspartenergie.de der Landesenergieagentur wurde inzwischen fast 200.000 Mal und die Do-it-yourself-Videos auf YouTube fast 300.000 Mal aufgerufen. Anders als für Bürgerinnen und Bürger hat sich die Landesregierung verbindliche Maßnahmen auferlegt, um Energie zu sparen. Hierfür gibt es den gemeinsamen Runderlass Maßnahmenkatalog zur Energieeinsparung in den Liegenschaften der Landesverwaltung. Im Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen wurden diese Maßnahmen mit großem Erfolg umgesetzt. Bei den Verbrauchswerten des Landeshauses für die Monate Januar bis November 2022 zeigt sich im Vergleich zu den jeweiligen Monatswerten des Vorjahres, dass bisher ca. 20% Gas und ca. 13% Strom gespart wurden. Wie bereits in der Antwort zur mündlichen Frage 815 der vorhergehenden erläutert, erfolgt der Einbau der Klimaanlage aus gebäudespezifischen Gründen sowie aufgrund arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben und wurde bereits vor meiner Amtszeit auf den Weg gebracht. Die Anlage wurde im Rahmen der umfassenden Modernisierung des Landeshauses eingebaut, wodurch der bauliche und finanzielle Aufwand minimiert werden konnte. Zugleich wurde auch eine Photovoltaikanlage installiert. Ein Zusammenhang zwischen dem Einbau der Klimaanlage und den Energiespartipps der Landesenergieagentur ist nicht ersichtlich. Aber, Herr Abgeordneter Naas, Ihre beiden mündlichen Fragen verdeutlichen, dass Sie offensichtlich erfreulicherweise ein großes Interesse an den Themen Energieberatung und Energieeffizienz haben. Insofern überrascht es uns, dass die Fraktion der Freien Demokraten mit den Haushaltsänderungsanträgen Drucksache 209796 und 209797 die Landesenergieagentur abschaffen sowie Kürzungen im Bereich des Produktes Energieeffizienz und Energieberatung vornehmen wollen. Ich kann das ausdrücklich noch mal sagen. Ich habe Ihnen ja schon mal gesagt, ich würde Ihnen raten, sich mal einfach mit der Landesenergieagentur, mit den dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu treffen, zu sehen, was die den ganzen Tag machen, zu sehen, wie das auch von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen wird und sich dann zu überlegen, ob sie da eigentlich auf der richtigen Spur sind. Herr Abgeordneter Naas, Sie haben die Gelegenheit zur weiteren Nachfrage. Sie haben das Wort. Gerne. Frau Präsidentin, ich frage die Landesregierung, inwieweit hat sie denn bei den Energieeinsparungen im Ministerium für Wirtschaft und so weiter auch dafür Sorge getragen, dass die Klimaanlage abgeschaltet wird, um Energie zu sparen und vielleicht von einer Homeoffice-Regelung Gebrauch gemacht wird oder vielleicht gelegentlich auch die Jalousie mal betätigt wird? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, wenn ich gesagt habe, dass es uns bisher gelungen ist, 20% Gas einzusparen, dann hat das vor allem was mit der Heizung zu tun. In aller Regel ist, wenn man eine Heizung anhat, ist draußen kalt und deswegen die Klimaanlage aus. Vielen Dank. Es gibt keine weitere Nachfrage. Es war aber noch nicht gedrückt. Deswegen, ich sehe es dann nicht hier auf dem Bildschirm. Herr Dr. Naas, Sie haben die Möglichkeit zur Nachfrage. Das, sehe ich das richtig, dass die Klimaanlage im letzten Jahr nicht zur Einsparung geführt hat? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Naas, nochmal. Also, Klimaanlage, Sommer, heiß, viel zu heiß, dann versuchen wir sozusagen zu kühlen, damit man da noch arbeiten kann. Füge hinzu, die Jalousien, die sind eingebaut worden. Die sind auch teilweise nachträglich ab 2003 dort angebracht worden, weil es ja unerträglich war im Rundbau. Das ist manchmal so, wenn man sozusagen Architekten haben so ihre Vorstellungen, die sind auch schön anzusehen. Aber manchmal vielleicht sozusagen jetzt nicht unbedingt hundertprozentig praktikabel. Das heißt, da wurde viel, ich meine mich auch zu erinnern, dass diese Decke hier auch nachträglich eingebaut wurde und auch Verschattungsmöglichkeiten hier in diesem Raum nachträglich installiert wurden, ist so ein ähnlicher Fall. Dann haben wir
haben wir versucht, das sozusagen schon zu machen. Aber es ist am Ende, wenn Sie bei über 35 Grad im Sommer sind, dann ist es auch arbeitsschutzrechtlich nicht mehr zumutbar, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort ihre Arbeit verrichten sollen und zum Beispiel Antworten auf kleine Anfragen oder Antwortentwürfe für mündliche Fragen schreiben. Deswegen mussten wir da handeln. Und da stehe ich auch dazu. Und das war ja auch sozusagen an dieser Stelle eine Bedarfsanmeldung, ein Thema bei uns im Ministerium schon des Längeren. Gleichzeitig ist ja das Wesen von Hitze im Sommer, dass oft auch die Sonne scheint. Und deswegen ist die Tatsache, dass gleichzeitig eine Photovoltaikanlage installiert worden ist, hilfreich, weil immer dann, wenn die Sonne scheint und dann die Photovoltaikanlage viel Strom produziert, dann ist auch der Strombedarf der Klimaanlage hoch und deswegen passt das gut zusammen. Vielen Dank. Ich sehe eine Nachfrage von Herrn Frömmrich von Bündnis 90 Die Grünen. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielleicht, Herr Staatsminister, würden Sie Herrn Naas mal einladen und ihm die Funktionsweise von Klimaanlage sowohl als auch Solaranlage erklären. Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Ich bin jederzeit bereit, wobei zu sagen, die Hitze kennt der Herr Naas ja aus früherer Tätigkeit in diesem Ministerium. Aber natürlich ist klar, so eine Klimaanlage im Winter nennt sich dann Wärmepumpe, ist ja das umgekehrte Prinzip. Also auch das kann Ihnen bei der Landesenergieagentur gerne mal erklärt werden. So. Ich sehe nun keine weiteren Wortmeldungen. Wir sind damit am Ende der Fragestunde angekommen. Sie ist somit abgehalten.